Wir machen heute wieder einen Faktencheck. Hallo, ich bin Jens der Christ und vielleicht hast du es mitbekommen, dass ein AfD-Politiker von drei Leuten angefallen wurde, zusammengeschlagen wurde, und zwar mit einem Kantholz. Das wurde jedenfalls zu Anfang an gesagt. Und wir wollen jetzt mal angucken, was ist denn an der ganzen Sache drin? Auf jeden Fall hat die Polizei zwei Überwachungskameras, die diese Szene ein bisschen aufnehmen. Also vielmehr die Geschichte, was davor passiert ist. Also dass die drei Männer, also das sind hier die drei Täter, wobei einer davon geht immer ein bisschen versetzt und ist immer ein bisschen weiter hinten, und zwei gehen zusammen. Und das hier ist das Opfer, der AfD-Politiker. So, diese beiden hier spielen wahrscheinlich auch noch eine Rolle, aber dazu kommen wir dann später. Gucken wir uns doch erstmal an, was überhaupt passiert ist, was die Kameras der Überwachungskamera mitbekommen haben von dem ganzen Vorfall. Also hier läuft der AfD-Politiker, da laufen die anderen beiden und da ein bisschen versetzt der Dritte. Er krempelt jetzt hier seine Kapuze hoch und zieht sie sich an, und der andere gibt anscheinend ein Startzeichen und dann laufen die los. Und jetzt kommen wir zur zweiten Kamera, die kurze Zeit später das hier aufgenommen hat. Also die anderen beiden rennen da vorbei und haben ihren dritten Kollegen anscheinend ein bisschen vergessen. Der kommt ein bisschen später. Die Polizei hat jetzt hier das Ganze auch ein bisschen verlangsamt, wo man dann das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen will. Die Polizei hat nämlich dieses Video veröffentlicht, damit man, wenn man jetzt irgendwelche Hinweise hat, denen auch vielleicht irgendwelche Hinweise geben kann. Ja. Allerdings finde ich jetzt die Qualität der Überwachungskameras jetzt nicht so gut, dass man da wirklich so viel erkennen kann. Und da sind jetzt auch schon einige Spekulationen, was da jetzt wirklich passiert ist, in Umlauf. Wir können ja erstmal ganz langsam Schritt für Schritt durchgehen, wobei vielleicht spulen wir ein bisschen nach vorne. So, und dann gehen wir doch jetzt mal hier Schritt für Schritt durch, Bild für Bild, was denn da zu sehen ist. So, wir sehen jetzt hier, das ist der eine Mann, der ein bisschen helleren Anzug hatte oder sowas, der jetzt von hinten kommt und den Politiker irgendwie niederschlägt. Wobei ich das Niederschlagen ein bisschen komisch finde, denn er benutzt die rechte Hand und schlägt anscheinend hier irgendwie so quer. Also so ganz genau verstehe ich dann nicht, was er macht. Aber er greift anscheinend zuerst mit der rechten Hand an und schlägt ihn dann irgendwie so zur Seite. Was da die linke Hand macht, weiß ich nicht. Aber mir kommt es so vor, als ob die linke Hand weiter unten wäre und die rechte Hand so quer von der linken Seite zur rechten Seite irgendwie rüberschlägt. Das würde ich jetzt mal so aus diesen Bildern deuten. Wobei ich diese Art von Angriff nicht kenne. Also es kann sein, wenn jetzt hier jemand Kampfsport macht, der kennt genau diese Technik und sagt dann halt, ja, das ist diese Technik, so macht man das. So, diese Technik ist anscheinend relativ effizient. Zumindest bringt sie das Opfer zu Fall. Also jetzt kommt hier die rechte Hand, die fliegt dann jetzt hier wieder zur Seite. Und das Opfer ist jetzt schon entfallen. Und dann überlegt sich der Angreifer, jetzt schlage ich auch noch mit der linken Hand zu. Und meiner Meinung nach liegt das Opfer da aber schon auf dem Boden. Also er kommt gar nicht mit seiner linken Hand so weit runter und muss jetzt hiernach sogar über das Opfer stolpern, weil das Opfer liegt vor ihm und er ist in der Laufgeschwindigkeit drinne, und deswegen hat er jetzt hier Probleme und merkt, oh, da liegt ja jemand, ich will nicht fallen, deswegen macht er jetzt hier so eine komische Stolperbewegung und macht jetzt hier mit seinen Armen eine Ausgleichbewegung, mit seinen Beinen eine Ausgleichbewegung, und jetzt wackelt er so ein bisschen und stolpert. Und ganz interessant, einige sagen, jetzt gibt es hier gleich eine Übergabe von einem Gegenstand. Das kann irgendwie so ein Schlagring gewesen sein oder sonst irgendetwas, mit dem er das Opfer ins Gesicht geschlagen hat. Also guckt mal
genau, ob ihr diese Übergabe findet. Ich persönlich würde ja meinen, das ist noch aus dieser Torkel-Bewegung, dass er über diesen Mann stolpert, heraus. Und ich glaube, dass die Hand eigentlich weiter vorne ist und diese Hand, die ist jetzt schon weiter hinten. Und bis jetzt haben sie sich noch nicht berührt, also ähnlich wie in der Staffelübergabe wird das gesagt, dass er dann jetzt hier das austauscht. Aber ich persönlich glaube, das ist nicht der Fall. Also da ist die Perspektive ein bisschen blöd vielleicht, weil ich glaube, die Hand ist vielleicht jetzt weiter hinten, aber die Hand ist jetzt auch, glaube ich, weiter hinten. Und jetzt geht die andere Hand nach vorne. Also jetzt kann man vielleicht sagen, ja, hier übergibt er doch irgendetwas. Ja, könnte man sagen, aber da müsste man sich überlegen, hat er denn überhaupt was in der Hand? Und wenn man die Verletzung von dem Mann hier liegt, der jetzt hier liegt, sieht, dann hat er eine Wunde von oben im Gesicht runter. Und da ist eine gerade Fläche. Und diese Wunde kriegt man vermutlich nicht irgendwie durch das Fallen auf den Asphalt. Also da ist wieder die Frage, wie hat dieser Mann diese Wunde bekommen? Und wie gesagt, einige sagen halt, er hätte was hier in der Hand. Kann ja durchaus sein. Und das gibt er jetzt seinen Kollegen rüber. Und hier wird das dann jetzt übergeben. Und das sind so die Spekulationen, die es zu den ganzen Tatbestand gibt. Ich mache jetzt hier nochmal laufen und dann sieht man hier, auch interessant sind die Hände. Er nimmt jetzt hier seine Hände hoch, um seine Kapuze überzuziehen. Das heißt, diese Handbewegung ist eine ganz klassische Handbewegung, die würde ich auch so machen, wenn ich meine Kapuze hochziehen würde. Allerdings nur dann, wenn ich nichts in der Hand hätte. Wenn ich etwas in der Hand hätte, dann wäre es schwer, da irgendwie meine Kapuze hochzuziehen. Vielleicht kann man mit einem Schlagring in der Hand das machen, weil die sagen ja hier, er hätte einen Schlagring in dieser Hand hier, müsste es sein eigentlich. Aber ich sehe da jetzt bei der Kapuzengeschichte hochziehen, nicht so, dass er sich so verhält, als ob er jetzt hier einen Schlagring oder was auch immer in der Hand hat. Also er hat hier bestimmt kein Kantholz in der Hand. Also mit einem Kantholz die Kapuze hochziehen, ist sehr ungewöhnlich. Das würde man vielleicht dann irgendwie mit einer Hand machen, aber er macht es ja hier mit beiden Händen. Und auch mit einem Schlagring würde ich nicht so meine Kapuze hochziehen. Also ich persönlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie du das dann da so machst. Und er zieht ja nochmal richtig die Kapuze und dazu braucht man eigentlich die Freiheit der Hände, um das so richtig zu machen, man halt, finde ich jedenfalls. Also er hat jetzt hier nicht irgendwas, meiner Meinung nach, irgendwas in der Hand gehabt. Das hat er nicht gehabt, der Angreifer. So, und kurze Zeit später, also die sind jetzt hier gerade aus dem Laufen herausgekommen, ne? Das heißt, die starten jetzt hier das Laufen. Und die andere Kamera, die ist ein bisschen in eine andere Richtung gerichtet. Und die nimmt jetzt gerade so hier beginnen die dann halt das Opfer einzuholen. Und ich glaube nicht, dass hier irgendwas zuvor ausgetauscht wurde. Kann natürlich sein, dass wir in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, das sind nur ein paar Sekunden, wo die laufen, der eine den anderen was gegeben hat. Und mit diesem Gegenstand schlicht er jetzt hier zu. Das vermuten einige. Wobei, wie gesagt, für mich liegt er schon auf dem Boden, wenn diese Hand erst in irgendetwas machen soll. Also so weit runter kommt er gar nicht mit der Hand, glaube ich. Und er macht ja eher die Torkel-Fallbewegung, beziehungsweise Stolperbewegung über den Mann. Wir lassen es mal in ganzer Geschwindigkeit ablaufen. Ich glaube, da sieht man das besser. Er will schlagen, aber er schafft es irgendwie nicht, weil er da an Fallen ist. Ist es meiner Meinung nach. Du kannst ja mal gucken, was du daraus siehst aus diesen Videobildern.
Also hier, er will schlagen, aber zieht nicht ganz durch, weil er merkt, er liegt ja schon auf dem Boden. Das heißt, mit der linken Hand trifft er das Opfer, glaube ich, gar nicht. Aber wie gesagt, für mich macht er am Anfang eine komische Bewegung, die ich nicht verstehe, dass er mit der rechten Hand von der linken Seite hin zur rechten Seite irgendwie geht. Also das ist eine ganz komische Bewegung für mich, die ich auch nicht so ganz verstehe. Aber vielleicht kann ja jemand hier Kampfsport und der weiß, was er da macht. Also ja, und ich vermute, dass er irgendwie es geschafft hat, mit der rechten Hand, er greift ja anscheinend mit der rechten Hand ins Gesicht und dass er dann mit der rechten Hand irgendwie das Gesicht verletzt. Also ich weiß nicht, ob er so viel Kraft in der Hand hat, dass er ohne einen Gegenstand diese Verletzung im Gesicht hinbekommt. Ich weiß es nicht. Aber ein Kantholz ist es offenbar nicht. Und ja, ein Schlagring meiner Meinung nach auch nicht. Zumindest nicht in der linken Hand, wie es gesagt wird. Das glaube ich nicht, weil da ist, glaube ich, nichts. Und auch die Übergabe des vermeintlichen Gegenstandes hier jetzt, ich weiß es nicht, aber ich glaube das eher nicht. Ein bisschen langsamer, wie die Polizei das gemacht hat. Und ja, jetzt versucht er zu schlagen, stolpert darüber. Und jetzt ist die Übergabe und jetzt gibt er dann da irgendwas an seinen Kollegen. Könnte sein, aber ich glaube, das ist nicht richtig, weil ich glaube, wie wir auch am Anfang sehen, er hat nichts in der Hand. Und in der Zwischenzeit, wo man nicht, wo ihn keine Überwachungskamera sieht, da hat der andere auch nichts in der Hand. Also und gibt da auch, glaube ich, nichts. Also insofern glaube ich, die beiden haben den überfallen und einer hat ihn zu Boden geschlagen und das anscheinend meiner Meinung nach mit einer Technik, die ich nicht kenne, die allerdings anscheinend sehr effizient ist. Und ich weiß nicht, wenn du diese Technik kennst, die er da angewendet hat, dann schreib das doch mal unten in die Kommentare. Könnt ihr auch helfen, den Täter zu finden? Also, ich vermute, das ist irgendwie eine Kampfsporttechnik. Also, wie gesagt, ich würde nie und nimmer jemanden so von hinten irgendwie angreifen, dass ich mit der rechten Hand irgendwie... Nee, also ich würde es nicht machen, glaube ich, so intuitiv. Und wie gesagt, hier liegt er schon auf dem Boden, relativ schnell. Da hat die linke Hand keine Chance mehr, irgendetwas zu tun. Das ist meiner Meinung nach. So, jetzt kommen wir zu den Kantholz. Wie ist denn das Kantholz da ins Spiel gekommen? Naja, es wird davon gesagt, dass es zwei Handwerker gibt, die das Ganze, die danach zu Hilfe gekommen sind und die dann von einem Kantholz geredet haben. Und für mich könnte das hier, ich weiß nicht, ob es so ist, aber für mich, der hat hier irgendwie so eine Latzhose an, das könnte für mich ein Handwerker sein und die zweite Person könnte das hier sein. Das heißt, die haben vielleicht, wenn das wirklich diese beiden Handwerker sind, aber das macht für mich durchaus Sinn, zumindest diese Personen haben von diesen etwas mitbekommen, weil das hier ist der Gang. Hier beginnen diese beiden Gänge, die du gleich in dem Video siehst. Also das sind die, hier geht es hoch zu den beiden Gängen. Und hier in der anderen Überwachungskammer siehst du auch diese beiden Gänge, die dann da so ein bisschen höher sind, wo die Treppen hochgeführt haben und wo man hochgehen kann. Also es ist der gleiche Gang, der geradeaus ist, kurze Zeit später. Die sind ja auch gerade gestartet und dann weiter ein bisschen rein ist dann die andere Kamera aufgenommen worden. Ich vermute mal, dass beide Kameras in der gleichen Position hangen, aber dann halt in andere Richtungen geschaut haben und einen kleinen Bereich, den sieht man dann halt nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass das hier die beiden Handwerker sind. Da drüben ist noch eine dritte Person, für mich eine Frau, weil
von Gehen her würde ich eher auf eine Frau tippen, aber sie geht in die falsche Richtung. Also sie geht jetzt nicht hier lang, sondern sie geht meiner Meinung nach eher hier lang und hat davon jetzt nicht so viel mitbekommen. Aber diese beiden hier haben vielleicht etwas mitbekommen, wobei der steht ja mit dem Rücken, der hat da nichts gesehen, aber hier der andere, der ein bisschen humpelt, der hat das vielleicht schon gesehen oder irgendwie irgendwas mitbekommen, weil der geht ja gerade hin und dann müsste das ja auch dann passiert sein. So, und diese beiden Handwerker haben anscheinend den AfD-Politiker gesagt, du wurdest da gerade überfallen und die hatten da ein Kantholz. Wahrscheinlich, also die haben es ja beide nicht so wirklich mitbekommen, aber wahrscheinlich haben sie den Eindruck gehabt, dass die beiden hier ein Kantholz benutzt haben. Offensichtlich war es nicht der Fall, aber das haben die beiden dann halt den Politiker gesagt, weil sie es so empfunden haben. Die haben jetzt nicht gelogen, das sind Zeugenbefragungen und da sagen manchmal Zeugen irgendetwas, was nicht so ganz der Tatsache entspricht. Nicht, weil sie lügen, sondern weil sie es nicht so genau gesehen haben und haben dann halt vermutet, es ist ein Kantholz. Und das haben sie dann, nachdem sie Hilfe geleistet haben, den AfD-Politiker gesagt. Und der hat das geglaubt und dann halt erzählt, pass auf, ich wurde mit einem Kantholz niedergeschlagen. Damals wusste ja auch noch keiner, dass es eine Überwachungskamera gab. Allein aus der Erzählung muss der AfD-Politiker das geglaubt haben. Jetzt sagen die Handwerker, wir haben das gar nicht gesehen. Also die Polizeiaussage von den beiden ist, nee, wir haben das gar nicht gesehen. Obwohl die Überwachungskameras eigentlich so sehen, also der guckt sich ja hier zum Beispiel um, also der hat ein bisschen was von dem mitbekommen, aber sie auch wirklich wahrgenommen hat, ist eine andere Frage. Schaut dann wieder rein. Der hat das hier vielleicht wirklich nicht gesehen, aber sein Kollege, der da gerade kommt und dahin humpelt oder was schleppt oder was auch immer, der hat da vielleicht was gesehen, weil der guckt ja genau in diese Richtung und vielleicht kam auch die Aussage mit den Kantholz eher von denen. Ich weiß es nicht. Aber dass die beiden jetzt diese Aussage zurückziehen, ist vielleicht auch nicht so verwundernswert. Weil die Medien berichten ja jetzt so, ein AfD-Politiker wurde angefallen, ne? Und wer will schon eine Zeugenaussage machen, die einem AfD-Politiker hilft? Dann kommt man ja auch sehr schnell selber in die rechte Ecke. Und vielleicht hat man es ja wirklich nicht so wahrgenommen und nicht so genau gesehen. Und dann sagt man vielleicht, ja, vielleicht war es ja doch kein Kantholz. Oder vielleicht sagt man dann, ich habe es nicht so genau gesehen. Das könnte ja durchaus der Fall gewesen sein. Was dann auch noch passiert ist, ist, wie gesagt, der AfD-Politiker hat das dann per Twitter oder irgendwie verbreitet, dass er überfallen wurde mit einem Kantholz, weil er es geglaubt hat. Und dann stellte sich halt irgendwann heraus, es war mit Sicherheit kein Kantholz dabei. Kann man ja jetzt hier auch sehen, dass es kein großes Kantholz war. Ob es jetzt irgendein Gegenstand war, mit dem der ins Gesicht geschlagen wurde, kann man nicht so genau erkennen. Meiner Meinung nach nicht. Die Frage ist aber, oder eine weitere Frage ist, war das ein gezielter Anschlag? Die AfD redet da vom Mordversuch. Mordversuch glaube ich persönlich nicht, aber gezielter Anschlag glaube ich schon. Ich glaube, das war kein Raubüberfall. Wenn man jemanden berauben will, dann macht man bestimmt nicht sowas, was die hier jetzt machen. Also so geht nie ein Räuber. Er geht vielleicht von hinten ran, rempelt ihn an und versucht eine Brieftasche zu klauen. Aber diese Handbewegung, die der Typ hier zuvor macht, diese von oben ins Gesicht irgendwie, die macht nie und nimmer einen Dieb. Weil der will ja die Geldtasche klauen, der schlicht ihn nicht zu Boden. Und der hier schlicht ihn wirklich zu Boden. Das heißt, ein Dieb war das mit Sicherheit nicht. Jedenfalls nicht so, wie er sich anstellt. Vielleicht ist es ein ganz blöder Dieb, der noch nicht weiß, wie man klaut. Und vielleicht war das eine Lernaufgabe, irgendwie sowas. Aber auch das ist echt total unwahrscheinlich. Hat zwar der AfD-Politiker in erster Linie gesagt, es könnte auch ein Überfall gewesen sein. Allerdings, wenn man sich die Bilder anschaut,
Warum sollte ein Dieb jemanden niederschlagen? Der rempelt einen an und versucht, das Geld irgendwie zu bekommen. Aber ich habe noch nicht gehört, dass ein Dieb einen einfach so auf offener Straße rempelt, um ihn zu überfallen. Zumal es ja hier auch Zeugen gibt. Also Diebe müssten eigentlich wissen, dass da zwei Zeuge stehen. Ja. Was es allerdings sein könnte, ist, dass der AfD-Politiker ein Zufallsopfer war. Es könnte ja durchaus junge Kerle geben, denen es Spaß macht, andere zu verprügeln. Und vielleicht war er zufällig ein Opfer von so jemanden. Das könnte ich mir eher vorstellen. Allerdings glaube ich das auch nicht. Ich glaube, das war eine gezielte Aktion von Linken. Das ist meine Vermutung. Und dass das auf keinen Fall geht. Ich glaube nicht, dass sie vorhatten, ihn zu töten, aber sie hatten schon vor, ihn zu verletzen. Und das ist etwas, was auf keinen Fall geht und was man auf Schärfste verurteilen muss. Und da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob sie jetzt irgendwie eine Waffe in der Hand hatten oder nicht. Das ist völlig egal für mich. Schon alleine die Tatsache, dass sie jemanden von hinten verprügeln wollten, und das haben sie offensichtlich gemacht und getan, das ist für mich ausschlaggebend zu sagen, das ist eine Tat, die aufs Schärfste bestraft werden muss. Und ich hoffe, dass diese Kerle hier gefunden werden und ich vermute, dass sie aus dem linken Lager kommen. Etwas anderes halte ich für unwahrscheinlich. Ja, und da spielt es auch keine Rolle, ob er wirklich jetzt es noch schafft, nachzutreten oder nicht. Vielleicht waren die selber so überrascht, so kommt es mir jedenfalls vor, dass der Angreifer selber überrascht ist, dass er plötzlich zu Boden liegt. Also, dass er hier jetzt schon zu Boden liegt, das überrascht ihn sowas. Und er weiß gar nicht, was er dann da so tun will. Will eigentlich mit der linken Hand noch weiter draufschlagen, aber stolpert über ihn und dann rennen die weg. Ja. Also, das ist passiert. Wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen laufen lassen. Ich lasse das hin und wieder jetzt auch hier in einer Schleife laufen. Denn eine Sache wollte ich noch ansprechen. Und zwar den Hashtag Nazis raus. Weil alle haben über diesen Fall mit dem Hashtag Nazis raus getwittert. Und da frage ich mich, was soll dieser Hashtag eigentlich bedeuten? Raus aus Deutschland? Wohin? Wohin sollen diese Leute dann gehen? Nach Russland? Oder ein anderes Land? Warum sollen Deutsche, die anscheinend Probleme in Deutschland machen, in ein anderes Land abgeschoben werden? Jedes andere Land würde sich dafür bedanken und sagen, haltet mal eure Straftäter bei euch. Also Nazis raus macht eigentlich keinen Sinn. Was dann auch wieder gesagt wurde, ist, ja, Nazis raus aus den Parlamenten. Ja, kann man natürlich so sehen, ja. Würde ich sogar auch unterstützen, ich möchte die auch nicht da drin haben. Allerdings würde ich dann auch sagen, Linke raus. Also, weil ich möchte auch nicht die Linken, weil die sind genauso schlimm wie die Nazis. Und ihr seht hier, die verprügeln Leute auf offener Straße, haben anscheinend auch keinen Respekt davor, dass andere da irgendwie das sehen können. Und ich vermute sehr stark, dass es Linke waren. Und so arbeiten auch die Linken. Und das ist auch etwas, was gar nicht geht und was man aufs Schärfste verurteilen müsste. Und deswegen nicht nur Nazis raus, auch Linke raus. Linke raus aus dem Parlament. Wählt keine Linken mehr. Weil die sind genauso brutal, aber in andere Richtung, aber machen im Prinzip das gleiche wie die Nazis. Und deswegen beide raus aus den Parlamenten. Das würde ich unterstützen. Nicht nur Nazis raus, sondern auch Linke raus. Was ich aber nicht unterstützen mag, und da hat zum Beispiel Cem Özdemir irgendwie getwittert, ja, natürlich Mitleid den AfD-Politiker.
Und dann so in Nebensatz ungefähr, ja, aber wenn man sowas sagt oder sowas macht, wie die AfD das macht, dann muss man ja nicht damit rechnen. Ja. Was soll man darüber denken? Wenn jemand sagt, ja, es tut mir leid, dass das passiert ist, aber dann, wenn man so, das relativiert das Ganze. Und dann auch noch mit dem Hashtag Nazis raus. Das unterstellt erstmal, dass der AfD-Politiker ein Nazi ist. Nicht alle bei der AfD sind Nazis. Die sind vielleicht extrem konservativ, vielleicht extrem rechts, ja. Aber Nazi bedeutet nicht, dass man, also wenn man rechts ist, dann muss man nicht unbedingt ein Nazi sein. Und das ist auch etwas, was ich jetzt nicht so richtig finde. Und deswegen kritisiere ich ganz klar das, was die Medien machen, dass sich darüber lustig gemacht wird, dass der erzählt, er wurde mit einem Kantholz niedergeschlagen und er wurde gar nicht mit einem Kantholz niedergeschlagen. Ja, wenn mir zwei andere, die das dann da eventuell beobachtet haben, ne, erzählen, das war ein Kantholz, dann würde ich das auch glauben, wenn ich davon gar nichts mitbekommen habe. Also in erster Linie würde ich schon sagen, wenn die das sagen, ja, dann war das wahrscheinlich auch ein Kantholz. Ich habe es ja nicht mitbekommen. Die kamen ja von hinten so plötzlich, haben mich dann irgendwie niedergeschlagen. Ich kriege davon nicht so viel mit. Und glaube dann den Aussagen von zwei, die das meiner Meinung nach gesehen haben. Und wenn die dann später ihre Aussage zurückziehen, weil man auch erkennt, der Kerl hat hier keinen Kantholz in der Hand, meiner Meinung nach auch nichts anderes in der Hand. Ich kann es hier nochmal ablaufen lassen. Siehst du da irgendetwas anderes in der Hand von dem Kerl? Und dass der Kerl, also der hat auch nichts in der Hand, meiner Meinung nach. Er gibt ihnen hier ein Zeichen, ja, mit seinem Finger, aber er hat auch nichts in der Hand. Also eine Waffe, glaube ich nicht, dass es eine Waffe war. Aber wie gesagt, irgendwie hat er da irgendwie eine Kampfsporttechnik, die ich nicht verstehe, die ich nicht kenne. Hier in Zeitlupe kann man das auch nochmal besser sehen. Wenn ihr diese Technik kennt und die Polizei kennt noch nicht diese Technik, dann sagt es auch der Polizei, gibt auch Hinweise, also es gibt auch eine Internetseite, wo ihr Hinweise geben könnt. Wenn ihr Personen kennt, die mit dieser Tat prahlen, dann sagt es. Dann sagt es auch, wenn es Linke sind und tut nicht so, ja, die Linken, die sind die Guten und so, ne? Und da hat es jetzt mal den Richtigen erwischt. Nein, das ist das verkehrte Denken. Und jeder, der so denkt, hat in der Politik nichts zu suchen. Und die Linken, die denken zum Teil so. Und deswegen, wie gesagt, nochmal mein Hashtag Linke raus, Nazis raus aus dem Parlament. Und ich möchte dich bitten, bei der nächsten Wahl wähl dann nicht die AfD, wähl dann nicht die Linken. Und leider ist es auch so, dass ich das immer wieder leider sehe, dass die Grünen für mich zu sehr links geworden sind. Deswegen wähle ich auch nicht mehr die Grünen und würde sagen, wählt auch nicht mehr die Grünen. Wenn ihr eine ökologische Partei wählen wollt, die vernünftige Arbeit macht, dann wählt die ÖDP. Ja, und leider wird die SPD auch immer mehr links, weil man sich hier abgrenzen will von der CSU. Ach. Naja, wie gesagt, das war meine Meinung zu diesem Thema und zu Anfang halt der Faktencheck, was passiert ist. Du kannst ja selber ein Bild machen. Ich finde es schlimm, wie Politiker darauf reagieren. Ich fände es gut, wenn die Medien und wenn alle diese Tat aufs Schärfste verurteilen würden, ohne ein Aber, ohne Wenn und Aber zu sagen würden, das ist eine Tat, die verurteilt werden muss. Es muss schnellstens aufgeklärt werden, wer diese drei sind, wobei ja eine sich anscheinend extrem straffällig gemacht hat. Bei den zweiten könnte man sagen, eventuell wäre es eine Anstiftung zur Straftat, weil der Initialpunkt ging ja anscheinend von den anderen aus hier. Und der dritte, der ist einfach nur Mitläufer und hat das irgendwie gesehen
und fand das interessant. So würde ich das Ganze einschätzen. Also die Hauptstraftat hat er hier begangen und sein Komplize vielleicht Anstifter. Und ja, ich hoffe, dass die beiden gefasst werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch positive Bewertung da. Ich wünsche euch noch Gottes Segen und ich wünsche den Opfer gute Besserung. Ist ja, glaube ich, schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und ja, Linke raus, Nazis raus aus den Parlamenten.